Es geht weiter hier bei Max auf Achse. Und wie versprochen in der letzten Folge, geht es in dieser Folge mit unserem Scania 77 in die USA. Aber vorab erst ein kurzes Update, denn ich war in der vergangenen Woche mit meinem 8x8 in Hannover auf der IAA für HMF Ladekran. Hier auf der IAA in Hannover, da steppt der Brummifahrer echt im Kettenhemd. Denn hier gibt es nicht nur alles, wovon der Brummifahrer träumt, sondern auch alles, was auf dem Markt neu ist. Jede Menge neue Innovationen und Erfindungen, die nicht nur der Umwelt zugutekommen, sondern auch uns, die im täglichen Leben auf den Straßen Deutschlands unterwegs sind. Habt ihr Bock auf mehr zu diesem Thema, dann schmeißt doch bitte einen Kommentar unter diesen Film, damit ich Bescheid weiß, wovon ihr gern mehr hättet. Und wenn ihr schon dabei seid, bitte haut doch auf den Subscribe- und Like-Button. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen, denn genau das ist mein Motivationsfaktor Nummer 1, um neue Videos für euch hier auf den Channel zu hauen. Eigentlich wollten wir schon vor 2 Jahren mit unserem LKW in die USA, aber leider wurde aus all den Plänen nichts aufgrund der Corona-Krise. Dieses Jahr war es dann endlich soweit. Und wir buchten spontan einen Platz auf der Fähre von Hamburg nach Baltimore in den USA und fuhren unseren Scania 77 mit unserem Trailer und unserem auf Tiny House umgebauten 20-Fuß-Container nach Hamburg. Unser 20-Fuß-Tiny-House-Container-Projekt habe ich ja schon vor mehreren Jahren gebaut und mit dem Container waren wir auch schon mehrmals mit unserem alten 8x8 in ganz Skandinavien auf Achse. Im Grunde genommen bietet der Container uns fast alles, was wir zu Hause auch haben. 4 Betten, eine komplette Küche, Badezimmer mit Toilette und Dusche, Fußbodenheizung und natürlich einen echten großen Kühlschrank mit Gefrierfach. Alles läuft natürlich über Solar. Nachdem unser LKW sicher von mir in Hamburg abgeliefert worden war, ging es für mich erstmal wieder zurück in die Heimat nach Schweden. Denn die Überfahrt dauert ungefähr 18 Tage, je nachdem, wie viele andere Häfen noch unterwegs angelaufen werden sollen. 3 Wochen später war es dann endlich soweit und unser Abenteuer in unserem eigenen LKW quer durch die ganze USA konnte dann endlich losgehen. Eigentlich hatten wir nur einen sehr groben Plan über die Sachen, die wir in den USA machen und sehen wollten. Aber im Großen und Ganzen wollten wir im Osten der USA anfangen und von da in den Westen fahren, einmal quer rüber, die Küste des Westens runter, zurück in den Osten, Südosten Florida und wieder hoch nach New York. Nein! Und so ging es dann erstmal von Baltimore nach New York. Denn hier in New York sollte es angeblich eine Werkstatt geben, die Scania Kultwerkstatt Nummer 1 in den USA ist. Und völlig richtig, hier bei Telmore in New Jersey, da schlägt das Schwedenherz höher. Scania ist ja nicht mehr als LKW-Marke offiziell in den USA vertreten. Scania versuchte sich aber in den 80ern auf dem amerikanischen Markt mit der 113er Serie und mehr wurde aus diesem Abenteuer leider nicht. Aber es haben einzelne von diesen Fahrzeugen von den 80ern hier in der Umgebung von New York überlebt. Und genau diese Fahrzeuge fahren hier im täglichen Leben heute noch rum. Ich lasse mir die Chance natürlich nicht entnehmen,
mit diesem total umgebauten Scania auf Achse zu kommen. Und so geht es mit einem alten 113er auf V8 umgebaut quer durch New York. In der Werkstatt, ganz hinten, in der allerletzten Ecke, da finde ich dann das liebste Stück von Telmo. Einen echten Dragster-Truck, mit dem Telmo früher alle Rennen gewonnen hat. Die Frage, die ich mir mal wieder stelle, ist, wie haben die LKWs, die alten Scanias, hier in den USA Tag ein, Tag aus so viele Jahre überlebt? Und ich muss natürlich mal wieder an meinen alten Pädagogen aus dem Freizeitheim aus meiner Kindheit denken, Müsli, denn sein Lieblingsspruch war immer, lieber vorbeugen als auf die Füße kotzen. Und genau da sind wir dann mal wieder bei dem alten Thema Pflege. Wir wollen weiter in den Westen, aber vorerst verlängern wir erstmal unseren Trailer um ein paar Meter, um auf die maximal zugelassene Trailerlänge hier in den USA und setzen den Container runter auf die zweite Ebene. Warum? Weil man das hier in den USA kann, denn hier in den USA darf der Trailer 53 Fuß lang sein und das nutzen wir aus, damit wir leichter in unseren Container kommen können. So geht es dann mitten in der Nacht über Fifth Avenue hoch in Richtung Times Square, der einer der meistbesuchten Touristattraktionen der Welt ist, und dann raus aus New York in Richtung Iowa. Ich meinte ja vorhin, dass wir keinen richtigen Plan für unseren USA-Roadtrip haben. Ganz stimmt das nicht, denn ich habe ein paar Höhepunkte auf meiner To-Do-Liste. Und einer dieser Punkte ist der nächste Stopp, Iowa 80, der größte Rastplatz der Welt mit über 1000 Stellplätzen für LKWs und alles, was das Herz des Brummifahrers begehrt. Willst du mit? Dann hau doch bitte hier unten auf den Subscribe-Button, aktivier die Glocke, denn schon in der nächsten Woche kommt die nächste Folge. Und solltest du die erste Folge verpasst haben, dann gibt es in der Beschreibung von diesem Film einen Link zur ersten Folge. Schmeißt euren Kommentar unter dem Film, lasst mich wissen, wovon hättet ihr gern mehr, findet ihr es gut oder schlecht, ich bin für alles zu haben. Wir sehen uns bald wieder, bleibt uns treu, moin aus dem hohen Norden.